Und damit willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Im letzten Part sind wir in dieser Stadt mit diesem 1 FPS Windrad angekommen und sind auf dem Weg zur Arena. Wir haben ja beim letzten Mal noch diesen Bezirk da hinten fertig gemacht. Also halbwegs fertig gemacht, weil eigentlich fehlen da noch ein paar Sachen. Wir wollten uns ja hier umgucken und ich würde sagen, wir gucken uns hier erstmal so ganz grob um. Und hier gibt's Essen. Und zum Abschluss des heutigen Parts werden wir dann die Arena machen, beziehungsweise wir fangen dann so in der Mitte an, die Arena zu machen. Warum kann denn eigentlich der Trainer nicht springen? Ich bin hier und habe keinen Bock, irgendwie außen rum zu gehen und muss dann quasi mit Miraidon hier drüber springen. Hier gibt es Sandwich-Zutaten. Braucht man das? Nö. Und ich muss heute tatsächlich zwei Parts aufnehmen, sonst könnt ihr am Samstag keinen Part sehen. Weil morgen ist neue Fortnite-Season. Also ich nehme heute schon mal auf für morgen, weil das hätte ich ja heute sowieso getan. Und da morgen neue Fortnite-Season ist, werde ich den ganzen Tag dann nur das zocken. Ja gut, hier kannst du dich gar nicht so umgucken, ne? Jo, was ist denn da oben? Wie komme ich denn da hoch? Okay, warte, bevor wir da in die Arena gehen, ich möchte mal gucken, wie und keine Ahnung, ich da hochkomme. Da leuchtet irgendwas Lilanes. Östliche Zone 1. Was ist denn das für Pokémon? Sieht aus wie eine... Oh, südliche Zone 5. Nee, komm, dann machen wir gleich die Arena. Scheiß drauf. Lass mich raten, jetzt muss ich erstmal einen Trainerkampf machen gegen die Rivalen. Ja, nee, jetzt bin ich einmal hier. Jetzt machen wir die Arena. Was da hinten noch an Häuser ist, das machen wir später. Aber in 90% der Häuser kannst du sowieso nicht rein. Sonnenflora zu suchen. Zehn Sonnenflora müssen wir. Zehn Sonnenfloras, okay. Ah, ich bin...
Arena-Prüfung, finde die Sonnenflora. Gibt es hier keine Trainer oder so? Schön, dass man hier drüber hüpfen kann. Das ist auf jeden Fall gewollt. Giftschweif. Oh. Das kann man im Hinterkopf behalten. Das ist eine gute Attacke. So, wir sind eigentlich gut durchgekommen bisher mit den Sonnenfloras suchen, aber die letzten zwei könnten tatsächlich eine Weile dauern. Wobei, hier ist einer, ne? So, jetzt das letzte zu finden könnte schwierig sein. Das ist dann wie die Nadel im Heuhaufen. Aber wo war ich denn noch zum Beispiel noch nicht? Hier oben wahrscheinlich. Tatsächlich. Es will kämpfen. Na gut. Okay, das lief geschmeidiger, als ich dachte. Boah, die FPS, wie die rumlaufen. So, während wir zur Arena geleitet werden, werde ich kurz wieder meinen Guide aufmachen. Für später. Oh, er hat sich auf der einen FPS-Windmühle draufgestellt. Die jetzt übrigens flüssig läuft.
Colzo heißt er. Ich lieb's, das ist so smooth. Mogelbaum. Mogelbaum, ui. Das ist schwierig. Weil das ist ein Gesteinpflanze. Ich hoffe, es hat nicht die Fähigkeit Photosynthese. Sonst bin ich am Arsch. Ich probiere es erstmal mit Aquawelle, bevor ich jetzt hier irgendeine Terrakristallisierung verwende. Ah, warte, der verändert doch seinen Typ jetzt. Daran denke ich immer gar nicht. Ah, jetzt ist er Typ Pflanze. Ah, scheiße, stimmt. Ich muss Enton opfern, das nützt nichts. Weil wenn ich jetzt mein Pokémon wechsle, dann ist der andere auch am Arsch. Ich hoffe, ihr hört den Hund draußen nicht. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt hat sich irgendwas geöffnet. Ich hoffe, das bringt jetzt nicht irgendwie alles durcheinander, was Synchronität und so angeht. Wenn es jetzt asynchron wird, dann tut mir das leid, dann kann ich es nicht ändern. Bedankt euch bei Windows.
Ja. Haben wir die Arena jetzt auch fertig. Ich gucke gleich mal, wie es weitergeht. Was unser nächster Weg ist. Wir arbeiten uns auch so dementsprechend ab. Muss ich nicht heilen gehen? Ja. Du kannst nun im Sprach- und Kunstkurs teilnehmen. Ach, ich bin gerade schon wieder richtig kaputt. Ihr glaubt's nicht. So, dann schauen wir mal, was unser nächster Storystrang wäre. Der Herrscher des weiten Himmels. Der Flugherrscher. Das ist unser nächstes Ziel. Puh, wo befindet er sich? Wo befindest du dich? Herrscher des Fluges. Herrscher des Fluges. Hier ist der Stahlherrscher. Wo ist der Flugherrscher? Ich bin bestimmt schon dreimal dran vorbeigedingst auf der Karte. Ich bin bestimmt schon dreimal dran vorbei. Hier. Das ist unser nächstes Ziel. Gucken wir mal, was gibt's denn auf dem Weg? Als Schnellreisepunkt. Gibt es hier irgendwas in der Nähe, wo wir schon waren? Hier. Haben wir das Eichhörnchen da schon mal besiegt? Habe ich ein Pokémon mit... Junge, der Hund draußen. Habe ich ein Pokémon mit... Kampfattacken? Nö. Ich hab den schon mal besiegt, sehe ich gerade. Ja, natürlich verfehlt die Attacke. Sorry. Ein Trainer.
kriegen wir hin. Olini ist ein Pflanzen-Pokémon, das habe ich jetzt schon gelernt. Das hatte, glaube ich, sogar der Arena-Leiter. Ja, genau. Den haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht bekämpft. Also, Azurill. Interessant, wie sie das gelöst haben. Ah, und wenn ich reinfalle, würde ich... Ah, okay. Na gut. Traum. Oh, jetzt kommen die ganzen... Kommen die ganzen Geist-Pokémon raus. Ich hasse diese zurückgeschreckte Kacke. Na, wollen wir wetten, ich verletze mich selbst. Nein, wow. Och, natürlich trifft das sofort. Ah, doch nicht. Ich dachte schon. Ich dachte gerade ganz kurz. Och, ist der süß. Gucke doch. Mensch, ich drücke immer den falschen Knopf.
Alle gucken sie zu. Interessanter Kampfort. Wir müssen Dick da sowieso ein bisschen pushen jetzt. Der ist ja neben Vati eines der wichtigsten Pokémon gegen den Flugherrscher. Schuppelt. Ich bin jetzt auch übelst müde geworden. Das ist unglaublich. Am Anfang des Parts hatte ich noch übelst Kraft, aber jetzt bin ich total ausgelaugt. Ich glaube, ich muss mich mal 10 Minuten hinlegen, gleich, bevor ich dann den nächsten Part aufnehme. Sonnentag. So. Wir müssen ja nicht immer komplett die 30 Minuten die 40 Minuten ausreizen. Ich würde sagen, an der Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.